Hi, ich bin Kuti und wir sind heute wieder im Paul & George und es gibt einen neuen Teil von Denkbar in Zusammenarbeit mit dem Hegelhaus. Wir werden heute zwei coole Drinks zusammenmixen und werden darüber so ein bisschen ins Philosophieren kommen und mal ein bisschen die Frage in den Raum werfen, wie Cocktailnamen mit den Drinks zusammenhängen und was Geschmack wie Geschmack aus den Titeln vielleicht ableitbar ist. Ich kann natürlich nicht über die Cocktail-Fachwelt entscheiden, mitphilosophieren. Ja, sehr gerne, aber noch besser schmecken lassen. Ich kann über meine Lieblingsphilosophen sprechen und das wären tatsächlich Platon, Hegel und Nietzsche. So, wir starten heute mit einem Whisky Sour, der Gradmesser einer richtig guten Bar. Im Wesentlichen besteht ein Whisky Sour aus drei Zutaten und ist vermeintlich ein einfacher Cocktail. In seiner Ausführung gibt es ein paar Tücken. Wir werden euch heute zeigen, worauf es ankommt und werden uns darüber unterhalten, was diesen Drink ausmacht. Bevor wir anfangen, auch hier wieder, wir kühlen das Glas vor bzw. stellen es vorher vielleicht einfach ins Gefrierfach. Ein bisschen Wasser, dann geht es schneller und verteilt sich die Kälte ein bisschen besser ins Glas. Das Ganze kann man jetzt einfach mal kurz zur Seite stellen. Und wir starten mit etwas Zuckersirup. Das ist ein 2:1 Zucker, den wir selber hier herstellen. Das könnt ihr aber auch ganz einfach daheim machen. Das sind zwei Teile Zucker auf einen Teil Wasser. Und das Ganze verrührt ihr einfach heiß. Ihr könnt es kurz aufkochen, und bis sich alles vermengt hat. Und lasst es abkühlen und dann habt ihr eine perfekte Cocktailzutat für einen Whisky Sour. Wir nehmen 2 cl bzw. ein bisschen drunter 1,8 circa. Fangen mit dem Sirup an. Ein bisschen bleibt immer auch im Jigger drin, im Barmaß. Aufgrund der Viskosität ist es ein bisschen dickflüssig. Das Ganze spülen wir dann mit Säure aus. Das ist frisch gepresster Zitronensaft. Gute Cocktails brauchen gute Zutaten. Wir pressen unseren Saft selber aus frischen Zitronen. Es ist wichtig, dass ihr keine Konzentrate verwendet und man schmeckt auf jeden Fall, dass, wenn man frische Zitronen verwendet. Wir nehmen 3 cl. Und ein Whisky Sour ist klassischerweise mit Bourbon. Es gibt auch Rye Whisky Sours. Wir machen unseren Whisky Sour mit Maker's Mark, ein amerikanischer Bourbon. Ein bisschen Vanille, auch ein bisschen Süße mit drin. Gute 6 cl. So, das Ganze dann auf Eis. Wenn das Glas dann vorgekühlt ist und wir mit dem Shaken fertig sind, weg mit dem Eis. Und der Whisky Sour wird jetzt durch 2 Siebe, damit wir die feinen Eisstückchen nicht im Drink haben, in das Glas abgeseiht. Um dem Namen Sour gerecht zu werden und um die Zitrone noch ein bisschen hervorzuheben, kann man das Ganze noch mit ein bisschen frischer Zitronenzeste parfümieren. Das heißt, wir pressen jetzt die Öle aus der Zitronenschale nochmal über den Drink. Wahlweise kann man die Zeste jetzt wegwerfen oder man kann sie auch ans Glas pinnen, dann hat man in der Nase nochmal die Zitronenöle und hier ist unser Whisky Sour. Cheers! Genial! Dieses Getränk, dieser Drink, dieser Cocktail riecht wahrhaftiger nach Zitrone als Zitrone selbst. Die Bar mit der Philosophie oder Wahrheitssuche zu tun hat, ist nichts, wie man denken könnte in dem alten Spruch in Vino Veritas, dass im Wein die Wahrheit liegt, verbunden. Für mich ist es vielmehr
mit dem Genuss, also mit dem Hedonismus, mit dem Lustprinzip verbunden, das auch eine Note, eine Fußnote der Wahrheit ist. Beide Schüler, sowohl Platon als auch, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, also mit 20 hätte ich das so locker und flockig gewusst, dass das Wort aus der Kanone geschossen, nicht auf Spatzen, aber sofort. Ja, Epikur, ja, tatsächlich, ja, das stimmt, das ist auch mit dem Hedonismus verbunden, also mit dem Genießen. Darauf will ich hinaus. Aristipp, jetzt habe ich es, endlich mal. Unter Sokrates sich zwei Schulen rausgebildet haben. Die eine ist tatsächlich sehr rational, das war der Platon, der berühmte Philosoph. Die andere ist Aristipp, der die hedonistische Schule, also die Schule der hedonistische Schule, also die Schule des Genießens salonfähig gemacht hat. Aristipp. Also Aristipp und Platon waren zwei verschiedene Schulen, aber beide waren Schüler des Sokrates. Kannst du mir den Tischstift geben? Ja, so. Also, wenn das passiert, ja genau das ist mein nächster Satz und ich habe vorher den Kollegen gefragt, darf ich das klauen? Er hat gesagt, wenn es nach Doors riecht, ist es The Doors. Also, genau das passiert im Alltag, genau diese nicht logisch, nicht wissenschaftlichen, nicht begründbaren Sätze, die antilogisch, von mir aus sehr gerne dadaistisch sind. Wir haben in der Philosophie immer den festen Begriff der Wahrheit, auf den wir uns verlassen können. Zufälle, Akzidenzien spielen auch eine Rolle und die spielen mit hinein. Mal gucken. So, den zweiten Cocktail, den wir jetzt direkt im Anschluss mixen werden, funktioniert ein bisschen anders. Ich werde jetzt einfach den Titel sagen. Wir werden als nächstes einen Gold Rush machen. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, was du dir darunter vorstellst. Wir haben ja jetzt ein bisschen, also wir haben jetzt nicht, ich verrate nicht, was ich da reinmache und die Zutaten sind ja jetzt erstmal nicht bekannt, aber was verbindest du mit dem Wort Gold Rush? Mit dem Wort Gold an sich verbinde ich eine gelbe Farbe, vom Geschmack her wäre das etwas Zitroniges, Orangenes in Richtung Gold. Mit dem Wort Rush verbinde ich etwas Schnelles. Weil ich Fußballfan bin, denke ich da sofort an Kick and Rush, also nach vorne spielen, etwas Schnelles. Ich stelle mir aber auch darunter ein kurzes, kleines Getränk vor. Ich weiß wirklich absolut gar nicht, was mich jetzt erwartet. Das ist das Risiko eines Philosophen, dass er trotzdem gehen muss. So, der zweite Cocktail, der auf den ersten tatsächlich aufbaut, ist der Gold Rush. Und der Gold Rush funktioniert ein bisschen anders, die Zutaten sind aber fast die gleichen. Wir haben anstelle von Zucker diesmal einen Honigsirup. Honigsirup kann man ganz einfach selber machen. In diesem Fall drei Teile Honig, ein Teil Wasser, ein bisschen warm erhitzen und dann verbindet sich das Ganze und wird ein bisschen viskoser. Man kann damit dann besser arbeiten und das Ganze verbindet sich dann mit den anderen Cocktailzutaten. Wir fangen mit dem Honigsirup an. In der Originalrezeptur drei Teile Honig, ein Teil Wasser und 2,25. Wenn es 2,3 wären, ist es auch nicht schlimm. Aber der Drink lebt davon, weil er eben auch nur aus drei Zutaten besteht, dass man präzise arbeitet. Frisch gepresster Zitronensaft, auch hier wichtig, keine fertigen Säfte benutzen. 3 cl. Und damit haben wir dann die zweite Komponente eines klassischen Sours. Süßungsquelle, in dem Fall Honig, Säure, in dem Fall Zitronensaft und eine Spirituose. Um dem sehr dominanten Honiggeschmack ein bisschen noch ein paar Kanten zu verleihen, benutzen wir diesmal einen Rye Whisky, Rittenhouse auf Basis von Roggen. Hat ein bisschen mehr Volumenprozent und sorgt eben ein bisschen als Gegenpart zu dem sehr dominanten Honig. Ähnlich wie beim Whisky Sour, auch 6 cl. Und das Ganze kräftig auf Eis shaken. Man kann Whisky Sour immer entweder straight up, das heißt ohne Eis, servieren. In dem Fall macht ein Gold Rush aber Sinn, on the rocks serviert zu werden. Wir haben da quasi kleine Goldbarren im Glas. Design den Cocktail doppelt ab, um die kleinen Eisstückchen
im Shaker zu behalten. Wir heben mit ein bisschen frischer Zitrone bzw. mit den Ölen, die in der Schale sitzen, nochmal den Sour-Charakter in dem Cocktail hervor, nehmen eine abgezestete Zitrone und pressen die Öle über dem Glas aus. Gerne auch ein bisschen am Glasrand verteilen. So erreichen wir, dass wir, wenn wir den Cocktail in der Hand halten und das erste Mal daran riechen, einen ziemlich intensiven Zitronengeruch auch haben. Die Zeste kann mit ins Glas. Und hier ist unser Gold Rush. Cheers! Darauf wäre ich jetzt niemals gekommen, muss ich ehrlich zugeben. Ich lasse mich jetzt nochmal geschmacklich überraschen. Jetzt von der Theorie habe ich mich schon überraschen lassen. Intensiv vom Duft her wie der Vorgänger. Etwas kühler fühlt sich das an. Also mein Urteil jetzt. Ja, man schmeckt eindeutig den Honig heraus. Erster Schnellschluss. Ja, also das Spannende ist für mich bei den zwei Drinks im Vergleich, dass wir eben, also Gold Rush verbinde ich tatsächlich schon also mit einer Farbe, wir haben vorhin auch über Farbe gesprochen. Und wenn man sich so ein bisschen das ins Licht hält, auch weil wir es jetzt auf Eis serviert haben, hat man so ein bisschen eine Assoziation von kleinen Goldstückchen, die da drin springen. Und die Lichtreflexe haben tatsächlich was Goldenes. Also ich hätte die Assoziation mit Farbe, also über die Farbe. Und man sieht fast schon das Goldfunkeln. Allegorie ist natürlich eine Metapher, ein Bild. Platon, also das Höhlengleichnis, ist auch eine Metapher oder ein Bild im weitesten Sinne genommen. Deskriptive Art würde Platon aber ablehnen. Also das muss man dazu sagen, die deskriptive Art ist gegenüber der Wahrheitssuchenden. Spannend ist auch, dass man Gold Rush mit dieser Goldgräberzeit verbindet. Also für mich ist es mit diesem Goldgräberfieber in Amerika verknüpft. Und das wiederum ist spannend und auch ein Verweis auf Cocktailgeschichte, dass eben Barkultur zum Großteil in Amerika entstanden ist und dann später erst die ganze Welt erobert hat. Man könnte jetzt denken, das wäre vielleicht ein Drink, der vor der Prohibition erst entstanden ist. Wir haben es hier aber mit einem sogenannten New Era Drink zu tun. Das heißt, der Drink wurde erst 2001 in Milk and Honey in New York City das erste Mal zusammengemixt. Für mich als Philosoph war das wirklich, wirklich ungemein spannend, erzählt zu bekommen, dass dieses Getränk, also dieser Cocktail, dieser wunderbare Drink, nicht vor der Prohibition, also den 20er Jahren in den USA, entstanden ist, wie der Name Gold Rush mit der Goldgräberzeit vermuten lassen würde, sondern erst ungefähr 20 Jahre jung ist. Das bedeutet für mich, dass ich älter als das Getränk bin. Ich versuche jetzt die Überleitung zu finden. Die Idee war ja die, dass nicht im Wein, aber in dem Namen die Wahrheit steckt. Das würde Hegel begrüßen, so von seiner Philosophie her. Kant würde aber, da wäre nicht damit d'accord. Kant würde sagen, es gibt Dinge an sich, die nichts mit unserer Wahrnehmung zu tun haben. Das bedeutet zum Beispiel, dass, wenn wir den Namen Gold Rush hören, sich jeder etwas anderes darunter vorstellen kann, aber der Sache an sich, dem Cocktail an sich, wäre das ziemlich egal. Wir haben den Gegenstand Baum. Wir sagen Baum dazu, in England sagt man the tree dazu. Das ist dem Baum ziemlich egal, das würde Kant so sehen. Hegel sagt, nein, 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 gibt es sich mit Goethe auf einen Weg, der besagt, dass die Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung schon in den Dingen drin sein muss, zumindest so vorläufig. Goethe sagt, wäre das Auge nicht sonnenhaft, so könnte die Sonne nie erblicken. Also es muss in den Dingen drinstecken. Ich würde sagen, es ist beides. Also sowohl Kant als auch Hegel haben im Nachhinein natürlich recht. Man kann es so oder so sehen. Das ist auch der Begriff des freien Willens. Sind wir Menschen überhaupt frei
können wir frei entscheiden. Gibt es einen freien Willen? Das war auch in der philosophischen Welt eine große Debatte. Damals die Determinismus-Indeterminismus-Debatte. Also ist man vorherbestimmt, ist man bestimmt oder ist man frei in seinen Handlungen etwas zu tun? Das kann so einfach nicht entschieden werden. Die Quintessenz von damals, also von der Debatte, die schon stattgefunden hat, aber die jedes Jahr oder jedes Mal neu stattfindet, war eigentlich zugunsten der Entscheidung, dass man nicht frei ist, nicht ganz, jedenfalls nicht ganz. Auch an dieser Stelle sei mit Hegel uns ein bisschen Abhilfe geschafft. Der Hegel sagt, ja, gut, also wenn es so ist, gut, dann haben wir ja nicht viel Spielraum. Auch in der Hinsicht, dass wir uns frei entscheiden können. Aber wir können uns für etwas entscheiden und da sind Hegel und Kant gleicher Meinung, nämlich das berühmte Zitat von Hegel, die Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Das kann man auf verschiedene Weisen auf heute übertragen. Ja, spannend ist halt, dass wir eigentlich zwei sehr ähnliche Drinks haben, die aber vom Geschmacklichen her sich sehr unterscheiden und auch von der Beziehung zwischen Cocktailname und Geschmack irgendwie anders funktionieren. Whisky Sour ist eher so was Deskriptives. Wir haben die Grundspirituose vorgegeben, wir haben die geschmackliche Richtung vorgegeben und können direkt aus dem Cocktailnamen ableiten, was wir vermutlich schmecken werden. Beim Gold Rush, obwohl wir nur eine Zutat verändern, funktioniert das anders. Also wir haben eher so eine Assoziation dazu. Wir haben so einen allegorischen Cocktailnamen, den wir dann erst wieder entschlüsseln müssen. Und es ist spannend, dass du gesagt hast, dass du Fußball damit verknüpfst, dass Gold Rush für dich gar nicht diese Goldgräber-Thematik irgendwie aufgeworfen hat, sondern dass eine ganz andere Assoziation kam. Und trotzdem verknüpfst du vielleicht dann wiederum was anderes. Ja. Und wir machen uns, wenn wir eine Kreation fertig haben, oft mindestens genauso viel Gedanken über einen passenden Cocktailnamen oder einen Titel für unser Getränk wie die Rezeptur selbst. Das können manchmal spontane Einfälle sein, das kann manchmal auf die Zutaten verweisen, auf die Spirituose verweisen, auf die Zubereitungsart verweisen, aber oft sind es eben auch assoziative Dinge, allegorische Sachen. Es gibt auch ganze Zitate, die dafür herhalten mussten, um zum Cocktailnamen oder zum Cocktailnamen wohnen. Dazu würde Platon sagen, das Deskriptive ist schön und gut, aber nicht wahrheitsfähig. Also nicht die Deskriptive, sondern die Normative. Wahrheitsfindung ist für Platon wichtig. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, Michael Schumacher ist ein guter Formel-1-Fahrer, dieses Gute bezieht sich auf die deskriptive Art. Also tatsächlich bedeutet das, dass er von dem, was er tut, etwas versteht, nämlich Formel-1-Auto zu lenken. Das bedeutet aber nicht, dass er ein guter Mensch ist. Das gleiche von einem Arzt. Also von jemandem zu behaupten, dass er sei ein guter Arzt, bedeutet nicht, dass er ein guter Mensch ist, sondern nur, dass er von dem, was er tut, als Arzt etwas versteht. Und genau da, nur da würde Platon widersprechen. Ja, aber super, was du gesagt hast. Ich liebe das, was er gesagt hat. Ich feiere das. Warum? Weil ja, einfach alles zu dem Ganzen gehört. Würde Hegel letzten Endes sagen.